Grüß Gott und willkommen zu einem neuen Video, wo wir uns mit der Krise der Kirche beschäftigen. Aber dieses Mal werde ich weniger über die Krise sprechen, sondern eigentlich, was die Kirche ist. Aber als Anlass nehme ich tatsächlich eine Aussage von einer Gruppierung, die sich Maria 2.0 bezeichnet. Das tue ich eigentlich bewusst, weil diese Gruppierung ist eigentlich sehr, sagen wir so, ob sie jetzt bedeutend ist oder nicht, numerisch, also zahlenmäßig, das kann ich nicht richtig beurteilen. Ich habe nicht den Eindruck, dass sie besonders wichtig ist. Aber sie wird von gewissen Medien als sehr wichtig genommen und sie hat auch Gehör in einem gewissen Teil des Klerus, des deutschen Klerus meine ich jetzt natürlich, und auch bei einigen Bischöfen. Und das ist eigentlich wirklich bedenklich, weil diese Gruppierung hat Positionen, die einfach mit der katholischen Lehre überhaupt nicht vereinbar sind. So, vor kurzem hat diese Gruppierung Maria 2.0 einen sogenannten Thesenanschlag gemacht. Und zwar in den Eingängen verschiedener Kirchen hat sie eine ganze Reihe von Thesen, so wie damals Luther in Wittenberg. Und ich habe gesagt, okay, ich werde einige von diesen Thesen behandeln, und weil sie im Grunde sehr gut auch die Gesinnung dieser Person, also dieses weiteren Kreises darstellen, von Leuten, die eigentlich ständig gegen das römische Lehramt und generell gegen Stellungnahmen aus dem Vatikan agitieren. Und das ist, ich lese erstmal die erste These von diesem Thesenanschlag von dieser Maria 2.0. Und das heißt erstens, also erste These heißt gerecht, gleiche Würde, gleiche Rechte. Und dann, was heißt das? Das wird erläutert. In unserer Kirche haben alle Menschen, also das ist ein Postulat, das ist, was sie wollen, das ist, was sie anstreben, und sie bemängeln, dass es eben nicht so ist. So. Und so sagen sie: In unserer Kirche haben alle Menschen Zugang zu allen Ämtern. Denn Menschenrechte und Grundgesetz garantieren allen Menschen gleiche Rechte. Nur die katholische Kirche ignoriert das. Mann sein begründet heute Sonderrechte in der Kirche. Okay, diese Geschichte, das ist jetzt wirklich die erste These. Das heißt eigentlich, wo man sagen würde, okay, das ist die Grundlage. Also das ist sozusagen der Anbeginn des Denkens von diesen Maria 2.0. Ja, und da schreiben sie eben, den Menschenrechten und Grundgesetz garantieren allen Menschen gleiche Rechte. Und da sieht man schon eigentlich, dass der ganze Gedankenansatz völlig falsch ist, weil sie ignorieren ganz einfach, und sie schreiben von der Kirche, in unserer Kirche, damit meinen sie die katholische Kirche, haben alle Menschen Zugang zu allen Ämtern. Das sollte so sein. So. Und das begründen sie eben mit den Menschenrechten und Grundgesetz. Was sie ignorieren, und zwar komplett, also nicht nur, dass die katholische Kirche ein bisschen älter ist als das Grundgesetz. Das Grundgesetz stammt aus dem Jahr 1949, entweder 47 oder 49, jetzt irre ich mich vielleicht, aber auf jeden Fall aus der Bundesrepublik. Ja, das Problem, was diese Leute überhaupt nicht erkennen, ist, dass die Kirche einen göttlichen Ursprung hat. Sie wurde von Gott selbst gestiftet. Ja, also man kann sie nicht mit einem eingetragenen Verein oder mit einer Partei oder selbst mit einem Staat vergleichen. Denn die Natur der Kirche ist eine völlig andere. Die Ziele der Kirche sind ganz andere. Ja, ich werde das eines Tages vielleicht in einem anderen Video bestimmen. Die Mitgliedschaft der Kirche gestaltet sich auch in einer anderen Wesensart. Es ist eine übernatürliche Mitgliedschaft. Ja, und deshalb ist es so, dass diese Stellungnahme, also schon diese Problemstellung ist völlig verkehrt. Und da sieht man, dass sie schlichtweg das Wesen der Kirche völlig verkennen. Ich lese schlichtweg einige Stellen. Ich werde aus verschiedenen Quellen Stellen nehmen. Weil das ist eigentlich die Lehre der Kirche seit von Anfang an. Ich könnte uralte Texte vorlesen, aber ich werde ein bisschen etwas jüngere lesen. Und zwar erstens vom Papst Pius XII. Ja, aus einer sehr wichtigen Enzyklika, Mystici Corporis, die im Grunde auch heutzutage sehr viel zitiert wird und auch in der heutigen, sozusagen, wenn heutzutage über das Wesen der Kirche geredet wird, auch im Zweiten Vatikanischen Konzil, spielte diese Enzyklika eine sehr große Rolle, weil das ist eigentlich eines der letzten größeren und umfangreichen Texte, die sich damit beschäftigen, was die Kirche ist. Und er schreibt, Pius XII.,
im Jahr 43 in der Enzyklika Mystici Corporis. Bei einer Wesenserklärung dieser wahren Kirche Christi, welche die heilige, katholische, apostolische, römische Kirche ist, kann nichts Vornehmeres und Vorzüglicheres, nichts Göttlicheres gefunden werden als jener Ausdruck, womit sie als der mystische Leib Jesu Christi bezeichnet wird. Das ist die Kirche. Es ist der mystische Leib Jesus Christus. So, das heißt, damit haben wir es eigentlich mit einer Gesellschaft oder mit einer Institution, die eine völlig andere Natur hat als eine normale, also eine weltliche Organisation. Und deshalb kann ich jetzt nicht herkommen, okay, gut, das steht so im Grundgesetz und so muss das auch in der katholischen Kirche sein, die vor 2000 Jahren gegründet worden sind, und zwar zu Pfingsten. Aber ich lese hier zum Beispiel, und zwar einen etwas älteren Text, und zwar aus dem ersten Vatikanischen Konzil. Ich lese das deshalb, weil, ich werde nachher etwas anderes lesen, aber ein jüngeres, aber weil das hier auch diese Sentenzen sind, sehr klar, sehr präzise. Ja? Und da heißt es, im ersten Vatikanischen Konzil, und zwar in der dogmatischen Konstitution über die Kirche Christi, da heißt es, der ewige Hirt und Bischof unserer Seelen, das ist der Heiland, Jesus Christus, beschloss, um dem heilbringenden Werk der Erlösung Dauer zu verleihen, die heilige Kirche zu bauen. Das heißt, Jesus Christus selbst hat die Kirche erbaut, selbst hat sie gestiftet, in der alle Gläubigen wie im Hause des lebendigen Gottes durch das Band des einen Glaubens und der einen Liebe zusammengeschlossen sein sollten. Das heißt, was uns eint, also was die Katholiken eint in dieser Kirche, in diesem mystischen Leib Christi, ist der Glaube und die Liebe. Und das sind beides übernatürliche Tugenden. Ja, das sind also Gnaden, die von Gott selbst kommen und diese bewirken, dass wir, sozusagen die Glieder, eben diese Kirche bauen. Das heißt, überhaupt mit dem Grundgesetz und mit den Menschenrechten zu argumentieren, dass das gar nicht erwähnt wird, das ist absurd. Und aus dieser Tatsache folgt eben, dass die Kirche eine völlig andere Natur hat und so weiter oder eine ganz andere Ordnung, gleichwohl sie natürlich menschliche Merkmale hat, weil die, ihre Mitglieder, also wir, sind natürlich Menschen. Das heißt, es ist tatsächlich, die sichtbare Kirche hat natürlich eine Gestalt einer weltlichen, einer säkularen Organisation, das heißt mit einer Hierarchie, mit Statuten, das Kirchenrecht, mit Gebäuden, mit Institutionen etc. 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 So, aber damit Sie nicht glauben, dass ich jetzt irgendwie nur ganz alte Texte lese und das ist alles jetzt altmodisch und so, das ist jetzt aus dem alten, also das sind nicht so alte Texte für katholische Verhältnisse, lese ich aus dem Vatikanischen Konzil, und zwar der dogmatischen Konstitution Lumen Gentium über die Kirche. Ja? Und da heißt es, das Geheimnis der Heiligen Kirche wird in ihrer Gründung offenbar. Denn der Herr Jesus machte den Anfang seiner Kirche, indem er frohe Botschaft verkündete, nämlich die Ankunft des Reiches Gottes, das von alters her in den Schriften verheißen war. Denn, und Zitat aus Markus, denn erfüllt ist die Zeit und genaht hat sich das Reich Gottes. Dieses Reich aber leuchtet im Wort, in den Werken und der Gegenwart Christi, den Menschen auf. Denn das Wort des Herrn wird mit einem Samen verglichen, der auf dem Acker gesät wird. Die es im Glauben hören und der kleinen Herde Christi zugezählt werden, haben das Reich selbst angenommen. Aus eigener Kraft keimt dann der Same und wächst bis zur Zeit der Ernte. Ich werde es hierbei belassen, ja, mit diesen drei Texten, ja, also aus verschiedenen Epochen, aber Sie sehen, Sie sagen alle dasselbe. Das heißt, es ist völlig klar, dass der Ursprung der Kirche ein übernatürlicher ist. Also die Kirche ist von Gott gestiftet, es ist ein natürlicher Ursprung. Das, was die Kirche überhaupt bindet, was sie ausmacht, ist überhaupt übernatürlich. Es ist der Glaube und es ist die Liebe. Es ist die Gnade sozusagen Gottes. Und es ist jetzt nicht irgendwelche Statuten oder sowas, oder dass man sagt, ja, okay, Menschenrechte und was weiß ich. Was natürlich nicht bedeutet, dass es keine Rechte gibt. Es gibt natürlich das Kirchenrecht und so weiter. Aber das ist jetzt nicht die Basis der Kirche, so wie das Maria 2.0 argumentiert. Und das Problem ist folgendes. Man kann sagen, okay, gut, das ist ein Verein, dieses Maria 2.0, das ist eine Organisation, die denkt so. Und das kann uns egal sein. Aber das ist nicht so egal. Erstens, weil sie tatsächlich Gehör haben, wie ich am Anfang gesagt habe, bei Medien, aber auch bei Bischöfen. Und zweitens, weil viele Leute
der Auffassung sind, möglicherweise intuitiv oder weil sie nicht genauer nachgedacht haben, dass ja, die Kirche ist tatsächlich so eine Art Verein und den kann man irgendwie ständig ändern. Und da kann man natürlich auch ändern, also was dieser Verein ist, also zum Beispiel die Hierarchie, da kann man ändern, was die Bischöfe sind oder ob selbst der Papst, das kann man alles ändern, entsprechend der Zeit. Oder man kann sogar auch die Lehre ändern, weil das ja sowieso so wie eine Partei, die macht sich andere Statuten, die macht sich ein anderes Wahlprogramm. Okay, und das kann die Kirche auch machen. Deshalb können wir jetzt, okay, wenn zum Beispiel gewisse Sachen früher Sünde waren, okay, aber nun eben nicht mehr, das ist egal. Aber das heißt, wenn jemand im Bewusstsein ist über die übernatürliche Natur der Kirche, dass sie direkt von Gott kommt und die Kirche und das Gott sich nicht ändern, für ihn ist es viel einleuchtender, dass sich die Kirche in Sachen Glauben und Moral, ja, also in den schwerwiegenden Sachen, also das, was essentiell zur Kirche gehört, da kann sie sich einfach nicht ändern. Ja, das geht nicht, weil das würde dann bedeuten, dass die Kirche die ganze Zeit davor einfach falsch war. Ja, und dann, wenn das so war, dann ist es auch nicht mehr die Kirche Gottes, dann ist es tatsächlich ein Verein und dann ist die Kirche auch überflüssig. Das heißt, im Grunde genommen könnte auch die ganzen sagen, diese Leute sagen, pass auf, wir hören auf mit der Kirche, wir schaffen die ab und wandeln die katholische Kirche schlichtweg in einen normal eingetragenen Verein, der eben karitative Geschichten hat und dann macht dann Kirmes am Wochenende und hat Kinderplätze und so weiter. Das könnte sich auch machen, das ist kein Problem. Ja, aber das hat natürlich mit der Kirche, mit Kirche überhaupt nichts mehr zu tun. Ja, und deshalb ist es wichtig, dass wir eben diese Dinge immer bewusst sein, ja, immer im Bewusstsein haben, weil wenn diese Leute ja denken, sagen, ja gut, das ist, es ist, die Kirche so ist im Grunde ein besserer Verein. Dadurch schwindet überhaupt die Idee, dass einfach die Kirche einfach eine sozusagen einen gewissen Ewigkeitsgrad hat. Das heißt, die Kirche hat ja auch einen Versprechen. Also Jesus hat der Kirche versprochen, dass sie auch nicht zerstört werden wird durch ihre Feinde und so. Ja, das heißt, weil sie eben diesen übernatürlichen Ursprung hat und außerdem auch aufgrund der Ziele der Kirche, die ja im Wesentlichen ist, uns zu heiligen und in den Himmel zu bringen. So, das ist eigentlich, was ich sagen wollte zu diesen Dingen. Ich werde mehr zu diesem Thema sagen, weil das ist ein sehr weites Thema. Man kann wirklich stundenlang darüber reden. Ich habe vielleicht ein bisschen zu schnell geredet, weil das einfach so viele Dinge sind, die man darüber sagen kann. Aber ich möchte es jetzt hier belassen. Ja, ich werde auch auf weitere Thesen von diesem Maria 2.0 eingehen, weil es sehr wichtig ist, dass wir wissen, warum das, was die da fordern, falsch ist. Ich hoffe, das war interessant für Sie, dieses Video. Geben Sie bitte diesem Video ein Like, abonnieren Sie bitte diesen Kanal, damit Sie immer ständig aktualisiert werden und verbreiten Sie es bitte, damit wir auch mehr werden. Und bitte geben Sie Kommentare, nutzen Sie dafür die Kommentarfunktion, damit wir eben auch einen gewissen Dialog entwickeln. Vielen Dank für das Hören und das Zuschauen. Bis zum nächsten Video.